Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Episode Part von Evolution. Ich musste da gerade das Spiel ein bisschen neu vorspielen, weil ich nämlich bei meiner ersten Aufnahme einen Fehler gemacht habe und der Speicher dadurch verloren gegangen ist. So musste ich dann anschließend deinen letzten Speicherstand, den ich normal gemacht habe, auf dieser einen Plattform, nochmal bis zu der Stelle hinspielen, und es könnten jetzt einige andere Änderungen da drin sein. Ich habe versucht, dass die Level so weit sind, wie sie das letzte Mal waren, so wie ich mich erinnert habe, und ja, beginnen wir doch das ganze Abenteuer. Zunächst bin ich jetzt auch extra hier durchgelatscht und habe einiges durchmachen müssen, und ja, ich hoffe, diese Mühe lohnt sich auch. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Arbeit, was ich hier reingesteckt habe wieder. Extra für euch. Und ich hoffe, dass man mir mal ein bisschen mehr schätzt, als wie ich eigentlich wollte. Denn ich habe mir wirklich so verdammt viel Mühe dafür jetzt gemacht. Ach. Was ist das denn hier? Jetzt sind die ja total irritiert wegen dieser blöden Plattform. Laufen die gar nicht mehr richtig. Diese Plattform macht mich hier wahnsinnig. Ah, ich kann nicht mehr laufen. Wenn ich nach oben drücke, dann läuft der irgendwo quer durch. Hier, guck. Der knallt vor der Wand und geht keinen Schritt weiter. Ach, komm schon. Ah, jetzt geht's wieder. Dann war das wegen dieser komischen Plattform. Ja, dann wurde er irritiert. Ja, ich hoffe wirklich, dass wir hier auch weitermachen können, und ich hoffe, dass das nicht nochmal vorkommt mit dem Speicher. Es wäre zu schade, dieses Projekt sofort wieder in Beendung zu setzen. Na, komm schon. So, und los geht's. Zuerst Linear. Dann versuche ich, ihn hier kalt zu kriegen. Und immer haben sie es da drauf. Ach ja, übrigens, die Leben könnten auch unterschiedlich sein, so wie die Items, weil es gab halt einige Vorfälle und jetzt muss ich alles ein bisschen anders machen. Ich hoffe, das ist aber jetzt die Mühe wert gewesen, damit wir dieses Projekt schön weitersetzen können, denn es wäre einfach zu schade. So, Level 4. Bei Linear müssen wir noch wirklich warten. Wie gesagt, ich glaube, das war auch ungefähr so die Stufe, wie wir das mit den Leveln hatten bei dem anderen. Und ich denke mal, Linear war auch immer etwas weiter hinten. Aber sie war immer so knapp weiter hinten. Also das heißt, wenn sie jetzt normalerweise leveln würde, müsste normalerweise alles klappen. Wie gesagt, ich habe alles Mögliche versucht, das Ganze hinzubiegen. So gut wie es geht. Und dafür habe ich so viel Zeit rausgeholt. Da haben wir jetzt auch wirklich ein paar Items nicht mehr. B4F. Und hier ist schon wieder ein Wolf. Zack, dich greife ich als erstes an. Oha. Was hat der? Warum? Ich hab doch angegriffen. Sag mal, was ist das für ein Rhythmus hier? Nein, 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 nein. Jetzt muss ich gucken, dass ich wirklich noch ein Item habe. Komm, du musst erstmal heile werden. Das ist erstmal wichtiger. Warum haben sie es alle auf dir abgesehen? Was ist das denn hier für ein Benehmen? Ja, nee, komm schon. Jetzt hast du gleich K.O. Aber es kann sein, dass ich noch diesen einen, ja. Mal gucken, was der hier drauf hat. Vielleicht füllt er komplett auf. Jo, 500. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Die Spezialattacke funktioniert, glaube ich, jetzt gar nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Doch, funktioniert wieder. Erstmal mache ich die Wölfe kaputt, denn die nerven langsam. Das Insekt ist zwar auch extrem nervend. Ich habe mal gemerkt, dass die Spezialattacke nicht immer einsetzbar ist, weil sie nur begrenzt ist, und man muss immer irgendwas auffüllen dafür, und das ist das Problem. Jetzt kriege ich den Wolf hier nicht weg. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Nein, 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 nein. Jetzt bin ich wahrscheinlich geblendet. Jetzt haben sie es auf ihn abgesehen. Jo, alle drei.
Ach, das kann ja wohl ein schlechter Scherz sein. Wenn der jetzt auch noch verloren geht, dann, oh Mann. So, dann gucke ich mal. Dann kriegen alle Energie. Weil es einfach ätzend ist. Dass die hier auch noch so dumm angreifen müssen. Oh, blöder Wolf. Die hat man wohl keine Manieren beigebracht. Das Insekt ist auch ätzend. Weißt du was? Dich mache ich jetzt kalt. Dann haben wir dich schon mal weg hier. Bleibt nur noch einer. Ich würde ja... Nein, ich wollte eigentlich nicht Spezialattacke, aber... Ja, so geht's auch. Genau, wieder auf ihr. Aber gut, sie hat ja noch ein bisschen mehr Energie als wie Mac. Jetzt reicht's mir. Das war jetzt ein Doppelschlag, glaube ich. Ja, aber ihr habt wenigstens noch geholfen gehabt. Ach, komm schon. Ein echt stressiges Abenteuer. Dafür jetzt ist sie jetzt auf Level 4. Finde ich top. Oh, Mann. Da ist so einiges jetzt schief gelaufen. Ja, ja. Und trotz alledem versuche ich hier noch mein Bestes zu geben. Nee, nee, nee. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich bin schon nicht mehr normal. Aber was spielt das für eine Rolle? Was ist das denn hier? Jetzt haben wir die doch angegriffen, oder? Jawoll! Hier machen wir erstmal den Parasiten weg. Ich weiß nicht, wer anschließend angreift. Ne, Mac kann anschließend. Dann kommt einer der Gegner dran. Ich habe das System inzwischen rausgefunden. So, komm schon. Ach, ich hätte eigentlich den Parasiten noch einmal schlagen können, dann wäre er weg gewesen, aber das war jetzt doof. Es sei denn, die Maus verschwindet. Nee. Natürlich nicht. Das wäre auch zu schön gewesen. Komm schon, Parasit, jetzt bist du erstmal weg hier. Also solche dicken Ratten will ich gar nicht irgendwo mal sehen, aber die sind ja fast so groß wie irgendwelche Kinder. Ich würde mal schon gerne mal eine ihrer Attacken sehen. Ach, da muss er einen Schritt vor sein, ja. Dann machen wir das mal. So, jetzt gib dein Bestes, bitte, schön. Geh kaputt, jawohl. So, jetzt können wir, glaube ich, die Spezial aussuchen. Wieso? Was macht die denn jetzt? Was habe ich denn jetzt gemacht? Ach so, die kann heilen. Ja, hätten wir doch mal jemand was sagen können, ja, ehrlich mal. Dass die heilen kann, das habe ich jetzt nicht ahnen können. Ach Mann, hätte ich das früher gewusst. Ja, das ist ja gar nicht so verkehrt. Das ist überhaupt nicht verkehrt. Jetzt finde ich schon mehr aus diesem Spiel raus. Das finde ich gut. Dann ist quasi sie so eine Art Magierin, die uns quasi in Not noch heilen kann, wenn die Spezialfähigkeit ist. Aber wir mussten, glaube ich, doch einen Schritt vorgehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Macht nichts. Schauen wir uns mal, was wir hier für Items sammeln. Ich habe übrigens auch nicht so viele Items mehr mitgesammelt, damit ich das so schnell wie möglich wieder hochbekomme. Ich habe eigentlich nur darauf geachtet, dass die Level hoch sind und dass ich auf der dritten Station bin. Und, das hat ja so gut wie möglich geklappt. Hoffentlich kriegen wir sie alle mit Eisschlag weg hier. Der ist auf jeden Fall schon mal weg. Den machen wir auch kalt. Und... Das gibt's doch gar nicht. Hä, warum ist sie denn jetzt zweimal dran?
Also gut, ich weiß auf jeden Fall schon mal Bescheid. Wenn ich natürlich nochmal was heilen muss, dann weiß ich auf jeden Fall, zu Nord kann man auch noch ihre Angriffe setzen. Okay, von hier sind wir gekommen. Das heißt... Warte mal, hier haben wir noch... Nun, öffne doch mal! Was ist denn das hier? Ich stehe nicht richtig, oder was? Yeah. So ein langer Flur hier wieder mal. Aha. Was haben wir denn da? Ein Speicherpunkt vielleicht? Ah, ich meine das Gelbe hier. Nö, aber wir können hier rausgehen, wenn wir wollen. Puh. Tja. Ich würde mal sagen, wir kämpfen nochmal gegen diese eine Ratte, die wir da vorhin noch gesehen haben. Jetzt wissen wir erstmal, wo wir raus können oder wo wir weitergehen können. Ich weiß nämlich nicht, ob ich nochmal die Möglichkeit habe, so gut wie es geht, zu speichern. Und ich möchte nicht, dass wieder ein Speicher verloren geht. Das ist nämlich nicht immer einfach. Warte mal, wo springe ich denn jetzt? Ach, damit. Hopp! Bleib stehen! Ich würde ja schon ein bisschen leveln, weil sonst sehen wir so wenig vom Spiel. Komm, dich mache ich als erstes kalt hier. Dann dieser Parasit. Und ah, tatsächlich. Ach so, ich kann die Reihe aussuchen mit dem Heilen. Das ist noch besser, weil dann heile ich jetzt nämlich die anderen beiden mit. Jeweils, ich glaube, 15 dazugekriegt. Das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Nee. Vollständig anscheinend. Hey! Das finde ich nice. Komm schon, jetzt bist du weg hier, oder? Ja, 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 ja. Aber die muss doch noch eine andere Spezial haben. Was haben wir denn hier? Warte, Präsent. Nee, die ist, glaube ich, nur zum Heilen da. Na, aber egal. Machen wir sie jetzt einfach so kaputt. Sie scheint nur zum Heilen da zu sein. Also die brauchen wir auf jeden Fall. Die darf nicht in irgendeinem Kampf oder Weise anschließend kaputt gehen. Die kann uns noch gut helfen. Und zack. Jawohl. Oh, ups. Ja. Keine Sorge, wir können ja wieder heilen. Ich will noch mal ein bisschen nachgucken, ob es noch ein paar Geheimnisse in dieser Ruine gibt. Level 5. Aber nur er. Naja. Es geht ja. Ich will noch mal ein bisschen gucken, ob hier noch irgendwas versteckt ist. Aber wir haben jetzt schon jeden Gang geguckt. Das ist das Problem. Ich weiß doch nicht, wie viel Zeit uns bleibt, wenn ich anschließend in der nächsten Ruine reingehe. Ich möchte wirklich nicht anschließend hinterher nicht mehr wieder rausfinden, aus irgendeinem Grund. Oder aber wir kommen dann anschließend gar nicht mehr raus. Deswegen würde ich mal sagen, gehen wir jetzt erstmal hier raus und schauen uns dann anschließend nochmal in der Stadt nochmal genauer um. So, damit hätten wir quasi erstmal diese Ruine da helfen können. Was haben wir denn jetzt? Haben wir irgendwas hier gemacht? Nö. Aber wir sind schon mal so weit gekommen, dass wir wenigstens ein bisschen leveln konnten und somit zur nächsten Ruine kommen könnten. Aber ich habe ja gesagt, wir gucken uns hier ein bisschen, wir nehmen jetzt die Zeit dafür und gucken uns ein bisschen hier um. Und ich meine jetzt nicht so mit der Kamera umgucken, sondern ich möchte einfach mal wissen, was so in den Häusern alles steckt. Hier zum Beispiel sehen wir einen Raum kann man da erkennen. Oder ist das der Spiegel?
Nee, das ist wahrscheinlich ein Raum. Wenn es ein Spiegel wäre, dann müsste da was stehen. Aha. Okay, ich würde mal sagen, erstmal Mac. Okay, der kann nur, das ist nur so ein Schock, glaube ich. Okay. Ja, ist ganz okay, würde ich mal sagen. Dann gehen wir mal weiter hier. Ab zum nächsten Häuschen. Also ich glaube, das ist eher so ein Shop, wo man irgendwas machen kann. Was haben wir hier drinne? So ein Typ mit der wahrscheinlich gerade am Qualm ist, ja, am Rauchen, ja. Hier, heimliche Tuerei im Laden noch. Ja, was gibt's auch Schöneres dafür, ne? Hast du mir irgendwas zu sagen, was Schönes? Oder gibst du mir irgendwas? Es scheint auch hier so ein Laden zu sein, wo man was machen kann. Kann man die Leiter hoch? Nein! Wer hat denn die Töpfe da? Ach so, man könnte eh nicht hoch. Was verkaufst du denn Schönes, hm? Wir können Sachen verkaufen. Okay, ja. Ist ja gar nicht verkehrt, dass wir hier was gemacht haben. Ich glaube, das sind eher für Angriffe. Hier zum Beispiel Herb. Und was verkaufst du Schönes? Ah, das ist ja mal was. Hier können wir auf jeden Fall schöne Heiltränke und das alles kaufen. Entschuldigung. Jo, dann würde ich immer sagen, kaufen wir uns doch mal was. Davon nehme ich noch mal ein paar mit. Das gucke ich mir auch mal an. Ja. Ein super Laden, der kann uns auf jeden Fall weiterhelfen auf unserer Reise. Finde ich top. Den merke ich mir. Wenn wir mal Items nicht finden können oder brauchen, dann können wir natürlich in den Laden gehen. Wenn wir Items finden, die wir momentan nicht brauchen, dann können wir auch da rein. So, was haben wir denn hier in diesem schönen Häuschen? Das sieht auch schick aus. Hallo, magst du nicht mit mir reden? Ach, guck mal, ein Baby. Und jetzt? Na gut, ich würde jetzt auch mal sagen, wir sind auch so weit jetzt langsam gekommen. Na, noch nicht ganz. Wir gucken uns nochmal weiterhin in den Häusern um. Es ist ja schon sehr interessant, was man hier findet. Schöne, nette Leute. Waren wir da drinne. Was ist das hier für ein Haus? Kann man hier irgendwo rein? Ja, da vorne. Aber ich würde noch mal gucken, hier hinten. Na, komm schon. Ja, hier ist das Bürgerhaus. Da waren wir auch schon drinne. Soweit. In dem Saloon waren wir auch schon mal drin, auch nichts Besonderes. Ja, okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier nochmal rein. Das scheint mir ein interessantes Häuschen hier zu sein. Was hast du mir zu sagen, Verehrteste?
Gibt's irgendwas, was ihr mir geben könntet? Oder... Was bist du denn für eine? Hallo? Hallo? Okay. Okay, ja. Kann man hier Familienfotos ansehen? Peinliche Fotos? Ich bin vielleicht einer. Jo, ich denke mal, da haben wir uns jetzt hier um den Dorf auf jeden Fall schon mal gut umgesehen gehabt. Wenn euch das gefallen hat, in die Kommentare. Ich habe mir verdammt viel Mühe gemacht, dass ich diese Folge endlich machen kann und auch mal raushauen kann. Bitte nehmt das zur Kenntnis und seid nicht so schlecht dann anschließend mit der Bewertung, wenn es darum geht. Denn, ich habe zwar nichts gegen schlechte Bewertungen, aber ich habe mir verdammt viel Mühe jetzt dafür gemacht. Also richtig viel Mühe, dass ich dieses Projekt noch weitermachen kann. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal hier wieder. Bis dahin. Ciao.